Viele Menschen kennen die traditionelle Behandlung mit Schröpfköpfen in ihren unterschiedlichsten Formen. In der Regel wird dabei in einem Schröpfglas ein Unterdruck erzeugt, damit sich das Glas auf einem bestimmten Hautareal festsaugen kann. Es gibt aber noch ein anderes, sehr modernes Verfahren, welches seit über einem Vierteljahrhundert in vielen Praxen und Kliniken angewendet wird, die pneumatische Pulsationstherapie. Mit dieser Methode wird eine Behandlungsglocke nicht nur mit einem Permanentunterdruck auf der Haut festgesetzt, sondern sie pulsiert an der zu behandelnden Stelle. Die Anwendung kann statisch oder über ein größeres Hautareal geführt werden. Sie kann direkt auf Gelenken, zum Beispiel bei Arthrose, oder sogar über den Haaren auf dem Kopf bei Verspannungen und Migräne in Einsatz kommen. Bei dem Verfahren der pneumatischen Pulsationstherapie entsteht ein Unterdruck, welcher sofort wieder in den atmosphärischen Druck wechselt. Dieser ca. 200 Mal in der Minute rhythmische Wechsel erzeugt nicht nur eine Saugwirkung, sondern auch eine Pumpwirkung im Gewebe des Patienten und bringt somit das gesamte Gewebe bis in die Tiefe in mechanische Schwingungen. Die pneumatische Pulsationstherapie ist im Prinzip eine sehr sanfte, jedoch sehr tief ins Gewebe gehende Methode und findet Anwendungen bei Kindern und Erwachsenen und auch in der Tiermedizin. Ebenso kann sie zur effektiven Lymphdrainage angewendet werden. Ihr Wirkmechanismus sorgt neben der Stoffwechselanregung für eine enorme Mehrdurchblutung und somit für eine Verbesserung der Versorgung des Gewebes mit körpereigenen Nährstoffen. Die pneumatische Pulsationstherapie nach Dini kommt ebenso zur Lösung von faszialen Verklebungen und in der Narbentherapie zum Einsatz. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen Kontraindikationen gegen eine pneumatische Pulsationstherapie vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.